What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Man kann es kaum glauben, aber heute mache ich einfach ein fucking Beauty-Tutorial. Zu Weihnachtszeit könnte man mal irgendwie sowas Cooles machen, weil ich da immer so glittery werde. Ja, ich bin eigentlich immer nicht so super girly, aber so zur Weihnachtszeit, ne, da muss Glitzer schon ein bisschen sein bei mir. Womit ich mich am liebsten beschäftige, sind Fingernägel. Ich mache das heute mit so UV-Zeugs, ne, also ich habe UV-Nagellacke von Emmy. Ihr könnt das, was ich heute zeige, aber auch einfach mit normalem Nagellack machen, aber dann hält es halt nicht so lange. Ich mache übrigens jeden Nagel anders. Ich bin immer mega neidisch auf, ihr kennt bestimmt Marvin Magnificent, der hat immer so mega geile Fingernägel und immer wenn ich den sehe, möchte ich seine Hand einfach essen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Also wenn ihr das mit UV-Lack macht, dann braucht ihr dieses Ding hier, um die Nageloberfläche so ein bisschen anzurauen. Aber falls ihr das mit normalem Nagellack nachmacht, müsst ihr das natürlich nicht machen. Ich möchte übrigens keine Kommentare zu meinen Fingernägeln haben. Irgendwer hat mal zu mir gesagt, ich habe voll die Eichhörnchen-Fingernägel. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber auf jeden Fall muss ich jetzt immer an Eichhörnchen denken, wenn ich meine Fingernägel sehe. Wenn ihr so super professional seid wie ich, dann macht ihr vorher noch so einen Schutzunterlack drauf. Normalerweise bin ich dafür immer viel zu faul. Ja, wenn ihr jetzt UV-Lack benutzt, dann braucht ihr natürlich eine UV-Lampe. Oh Gott, die geht ja von alleine an. Okay, gut. Jetzt muss ich warten. Was mache ich denn jetzt in diesen 2 Minuten? Na, na, na. Fertig! So, kommen wir zum ersten Design oder wie man das auch nennen will. Dazu nehme ich meinen absoluten Lieblingsnagellack von Reval de Young Glitter Nails. Den hat Nisi156 mir empfohlen, auch wie ich das jetzt gleich auftrage. Den könnt ihr ganz normal irgendwie bei DM oder Rossmann oder so kaufen und ich hau da aber quasi nur UV-Lack drüber, damit das länger funktioniert. Und jetzt kommt Trick 17, auch von Nisi156 gelernt. Und zwar braucht ihr einen Schwamm. Ihr könnt auch ein Make-up-Schwämmchen nehmen und dann macht ihr quasi das Glitzer hier drauf. Dann ja, zieht der Klarlack, der da drin ist, in den Schwamm ein und ihr habt das, die pure Glitzerei und tupft das drauf. Ihr könnt übrigens euren Fingernagel auch vorher mit Tesafilm oder so abkleben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da zu faul drauf. So, und das wiederholt ihr jetzt so oft, bis euer Fingernagel richtig heftig glitzert. Jetzt warten wir kurz, bis es trocknet. Wie einfach war das bitte, Leute? Ich möchte mal mit dem minimalsten Aufwand der heftigste Stylo sein. Und dann kommt da die nächste Schicht Topcoat drüber. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen dicker, weil das soll auch halten, ey. Ich habe letztes Mal so krass abgekotzt, als ich mir so richtig Mühe gegeben habe. Ich habe meine ganzen Fingernägel abgeklebt mit Tesafilm, habe das dann so gemacht und so nach, keine Ahnung, 18 Stunden oder so, ist die Scheiße dann abgebröckelt. Boah, ich war so sauer, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das kommt jetzt nochmal kurz in die Lampe. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, es ist fertig. Krass, das ist richtig dick. Das erinnert schon fast an so einen Gelnagel. Ich bin richtig gespannt, wie lange das hält. Ach so, hätte ich vielleicht auch mal sagen sollen. Ich benutze es gerade zum ersten Mal. So, kommen wir zum nächsten Nagel. Dafür nehme ich ein dunkel-lila. Das ist jetzt fernab davon, ob das irgendwie eine Kooperation ist oder nicht. Ich benutze von Emmy gerade das erste Mal Nagellacke, die übrigens vegan sind. Ich habe es extra gecheckt vorher. Und die sind richtig geil zum Auftragen. Die sind so ganz dickflüssig. Und das kommt jetzt wieder in die Lampe rein. So, fertig. Ich habe mir dafür jetzt hier so ein paar kleine Steinchen bestellt. Wie gesagt, weil ich voll neidisch auf Marvin war oder Shireen David. Die kam auch mal irgendwie aus den USA und hatte so mega krasse Glitzerfingernägel. Und ich war richtig neidisch und fand das voll schön. Und ich versuche sowas jetzt einfach mal selber zu machen. Okay Leute, für solche Steine ist es von Vorteil, wenn ihr sehr große Fingernägel habt. Ansonsten könnt ihr nur einen Stein benutzen. Oh Mann, das macht mich jetzt voll traurig. Kacke. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die in kleiner bestellt. Ja, das hält ja niemals im Leben bei diesen winzigen Kackfingernägeln. Gut, okay.
Ich mache jetzt einen Stein drauf. Ich hatte eigentlich vor, sowas voll Spektakuläres zu machen. Mit so 1000 Steinen auf meinem Fingernagel habe ich mich jetzt ein bisschen vertan. Das war übrigens meine geplante Deko für mein Video. Aber es ist so schwer, dieses Teil, dass ich es nirgendwo in den Hintergrund stellen konnte. Ich könnte mal versuchen, richtig professionell platzierte Deko. Falls übrigens gerade jemand zuguckt, der sagt, ah, Moment mal, das Teil kenne ich doch, das fehlt mir, das wurde mir geklaut. Damit habe ich nichts zu tun. Ja, ich habe mir das nur ausgeliehen. Also nicht von dir, sondern von jemand anderem, der sich es möglicherweise von dir geliehen hat. Au! Es ist offen. Nagelkleber drauf. Und dann kleben wir dieses Moped hier mal drauf. Oh, das ist ja bombenfest. Ja, gut, Leute, es ist jetzt wahrhaftig nicht halb so spektakulär geworden, wie ich es eigentlich haben wollte. Ich blende hier mal ein Bild ein, wie es aussehen sollte. Und dann könnt ihr sehen, wie es aussieht. Das ist halt Glitzer à la Jacques Cousteau-Style. Guckt euch vorher an, wie groß die Steine sind. Und ansonsten habe ich mir noch Grau und Pink bestellt. Und dann mache ich mir nochmal den Mittelfinger Pink. Ich finde, das ist auch so ein Statement, wenn man... Das ist übrigens so ein Glitzer-Pink. Ich finde das ganz geil eigentlich. Wie ist das bei euch? Seid ihr so anti? Ich glaube, ich habe einige Leute in meiner Community, die sind so anti-girly, die so gar nicht Beauty-Channels sind. Also ich gucke auch keine Beauty-Channels und ich bin auch nicht so ein Beauty-Girl irgendwie. Aber nichtsdestotrotz mag ich auch Sachen, die ein bisschen schön sind. So Leute, ich habe mir überlegt, weil das jetzt so unspektakulär gelaufen ist mit dem Stein, mache ich jetzt einfach noch einen Glitzerstein auf den Nagel in der Mitte. Weil ich will das ja jetzt auch spektakulär haben. Das sind schließlich Christmas Nails. Oh Mann, ich bin so ein Opfer. Oh Gott, es haben fast meine Finger zusammengeklebt. Ich schwöre, das ist richtig gefährlich. Vielleicht mache ich das Video FSK 18. Ohne Witz, egal wie ich diese Dinger draufklebe, sie passen einfach nicht auf meinen Mini-Fingernagel. Und wenn, dann sieht es halt irgendwie blöd aus. So, oh nee, das ist doch auch Kacke. Ja gut, ich muss mich jetzt halt damit abfinden. Aber ich habe ja die Hoffnung, dass wenn ich jetzt diesen UV-Lack länger benutze, dass meine Fingernägel halt auch länger werden, weil das ja jetzt so ultra dick geschützt ist. Wisst ihr? Gut, dass ich kein Beauty mehr mache, ey. Ansonsten habe ich hier noch ein Grau. Ich finde, Grau geht richtig geil mit Pink. Also, warte, ich zeige euch das mal. Das ist so ein richtig geiles Grau. Ich wollte das unbedingt haben. So, ordentlich dick drauf. Genau, das mache ich mal gerade noch hart. So, seht ihr das? Ich finde das total schön, wenn so rosa und grau zusammen ist. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich den kleinen Nagel noch in Glitzer mache, weil ich finde, dass der nicht so richtig dazu passt. Weil ich finde, im Freundeskreis Finger gehört der Daumen irgendwie nicht immer wirklich so dazu. Und ich will aber, dass dem Glitzer eine Chance gegeben wird und es gesehen wird. Weil es ist Weihnachten und Weihnachten ist Glitzer. Und deswegen brauchen wir das. Also ich zumindest. Mann, jetzt ist mein Handy ausgegangen. Ich kann keine Musik mehr hören. Jetzt muss ich einfach nur warten. Das ist das Allerschlimmste, wenn man gerade Musik hört und dann geht das Handy aus. So Leute, und das war es auch schon. Ich kann euch das jetzt nochmal von Namen zeigen. Ich muss dazu sagen, ich würde, glaube ich, das so zusammen nicht tragen. Ich finde mal so kalte und warme Farben muss man nicht unbedingt so kombinieren. Aber ich wollte das alles auf einer Hand zeigen, weil es jetzt Quatsch gewesen wäre, wenn ich jetzt diese ganzen Sachen immer wieder kaputt mache, um dann eine ganze Hand wieder gleich zu machen. Ja, wenn ihr so UV-Lacke mal ausprobieren wollt, dann setze ich euch das in die Infobox zu Emmy Nails. Ich habe das gerade auch zum ersten Mal im Umfang dieser Kooperation ausprobiert. Wie gesagt, ihr könnt das auch mit ganz normalem Nagellack nachmachen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das sind ja alles Farben und so Steinchen, die man im Einzelhandel auch so normal bekommt. Und ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr eingefaltet habt. Ich habe euch lieb. Ihr seid klein, klein, klein. Ja, gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Und habt noch eine schöne Weihnachtszeit. Wir werden uns noch sehr, sehr oft diesen Monat sehen, weil ich sehr viele Weihnachtsvideos machen will. Ich hoffe, das klappt doch alles so, wie ich mir das vorstelle. Ich habe euch lieb.